Ja Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute reagieren wir mal wieder auf Clips aus der Community. Und ich bin gespannt, was ihr mal wieder so rausgehauen habt, weil ja, das, was ihr teilweise fabriziert, ist ja wirklich geisteskrank. Und ich denke, so wird es heute auch wieder sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr mir heute so zu bieten habt. Falls ihr eure eigenen Clips einsenden wollt, dann klickt jetzt mal in den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr auf meinen Discord und dort könnt ihr dann ganz schmackhaft eure Clips einsenden. Der Discord hat natürlich auch noch weitere Vorteile. Wir haben vor kurzem erst unser brandneues Spielersuchesystem released. Wer mehr Informationen dazu will, klickt jetzt mal oben rechts. Und ja, damit findest du auf jeden Fall immer die passenden Teammates und bist nie wieder alleine am Zocken. Also kann ich nur empfehlen, dort vorbeizuschauen. Außerdem hat der Discord natürlich noch auch ganz viele andere Features, wie zum Beispiel, du kannst dir die aktuelle Map, die in Apex gerade drin ist, anzeigen lassen. Sowohl von Public, als auch von Ranked, als auch von Arena. Das ist auf jeden Fall extrem cool. Dann kannst du auch den In-Game-Item-Shop kannst du betrachten, von egal wo du bist. Weil ich meine, es gibt ja auch Discord fürs Handy und es könnte sein, dass du gerade irgendwo unterwegs bist, jetzt gleich dann heimkommst. Und jetzt erstmal checkst, okay, was ist eigentlich schon so im Shop drin, was werde ich mir später vielleicht kaufen. Also, ihr merkt schon, der Discord bietet einige Vorteile, nicht nur zum Clips einsenden, deswegen unbedingt vorbeigucken und ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. Let's go! So, It's Pepsi macht den Anfang. Mein zweites Game mit Controller, bin echt nicht gut. Okay, ist nicht schlimm. Und er haut direkt mal erstmal fette Wingman-Hits raus. Ach komm. Ach komm, Digga. Nein. Digga. Digga, man versteht kein Wort. Ja, man versteht schon ein Wort, aber... Sein zweites Game mit Controller. Also wenn ich mein zweites Game mit Controller spielen würde, dann würde da gar nichts funktionieren. Ich würde nicht mal wissen, wie man vorwärts läuft. Krass. So, weiter geht's mit Elmir. Er schreibt krasser Klatsch. Ich bin gespannt. Er hat Untertitel an. Oh, Freund. Aber ich habe jetzt schon so oft in den Kommentaren gelesen, dass ihr extra wegen mir den Untertitel anschaltet, damit ihr mich triggert. Ihr seid echte Lümmel. Wisst ihr das? Alter, nicht okay. Macht den Untertitel aus. Es ist so ein Nachteil. Krasser Klatsch auf jeden Fall. Oh Mann, ich glaube, da hat sein Schnittprogramm einen kleinen Fehler gemacht. Aber irgendwie witzig. Ah ja. Okay. Da kommt doch was. Okay, Volt ist krass. Was hat er jetzt vor? Okay, starkes Portal, aber er hat auf jeden Fall die Zeit. Der Teammate wird resen. Doch nicht. Gut, bei der Volt auch ziemlich dämlich mit dem Rauch. Aber das weiß ja der nicht. Okay, der Bangalore hat noch einen Schuss gebraucht. Ich glaube, ich hätte das Portal nicht genommen. Okay, das war aber fancy, Alter. Das war aber richtig fancy, das hat er gut gemacht. Also, es war witzig wegen dem kleinen Schnittfehler, aber dann, das mit dem Portal war doch ganz gut. Also das Portal war perfekt platziert, weil es halt einfach ihn in die Zone gebracht hat und er hat halt auf safe gespielt. Ich meine, die Bangalore hat noch zwei Hits gebraucht, aber, naja, wer weiß, vielleicht hatte sie eine Mastiff oder eine Peacekeeper, das reicht ja schon und der Typ wäre One-Hit weg gewesen. Deswegen, gute Entscheidung eigentlich, er hat halt auf safe gespielt. Ich hätte es wahrscheinlich riskiert, aber, ja, komm. So, nächstes Video ist von Tilo. Rauch freigesetzt. Oh, er haut ja schon wieder einen schmackhaften Wingman-Hit am Anfang raus. Okay, den Smoke hätte ich jetzt nicht nochmal gemacht, weil ich meine, der hat ja hier einen. Das war jetzt gerade einer zu viel. Der war ein bisschen wasted, aber... Ich bin getroffen. Okay. Lol. Also der Wingman-Skin ist nicht optimal, weil er nicht Pay-to-Win ist, aber er haut hier extrem krasse Hits raus. Alter. Bruder, chill dein Leben. Okay. Er hat hier so eine Wingman-Best-of-Zusammenstellung gemacht anscheinend. Feier ich aber.
Ja, okay. Das ist fies, der steht AFK rum, aber zählt trotzdem als Kill. Rest mal dein Teammate. Bro, rest deinem Mate. Der arme Mate. Egal, komm, dann hau ein paar Wingman-Hits raus, wenn du schon nicht resten willst. Okay. Oh, das war wirklich böse, Alter. Ich hätte seinen Mate schon gerest. Also ich meine, ich verstehe das, wenn du so gerade in einem Fight bist und so, ist immer so ein bisschen Belastung, quasi deinen Mate mitzunehmen. Aber eigentlich aus Kameradschaft macht man das schon. Okay, waren ein paar krasse Wingman-Hits dabei, aber nächstes Mal den Teammate mitnehmen, ne? Alright, Clip von Palu. Schöner Stuck an der Stelle. Okay, Alter, er bewegt sich extrem smooth. Ich glaube, er ist ziemlich gut. Oh ja, doch. Du merkst es, Alter, sein Movement ist absolut goated, Alter. What the hell? Junge, chill dein Leben. Okay, der ist krass. Palu, wow. Alter, was? Okay. Palu ist gestört. Und hat sein Game of... Ist es japanisch oder so? Okay. Alter, spielt er smooth. Vor allem als Gibby. Okay, er spielt wieder Rave. Aber er hat halt einfach auf Gibby das gleiche Movement wie auf Rave. Alter, was ist mit ihm? Wow. Okay, stark. Ja, schönen Shield Swap gönnen. Ja, ja, ja. Genau richtig. Oh, jetzt komm, zeig. Alter, wie low er ist. What? Classical Brave, man kennt's. Alter, sein Movement, auch sein Strafing, währenddessen er schießt. Er bewegt sich so krass gut, währenddessen er am Schießen ist. Die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, 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 links, links, rechts, rechts, weißt du? Das ist saustark. Und er zappelt dann auch extrem krass rum. Also, dass er da überhaupt noch die Kontrolle und den Überblick behalten kann, ist halt schon stark, ne? Aber er macht es so verdammt gut. Wow. Und er hat Aim, Alter. Digga, was? Wie er da die ganze Zeit mit Tapstrafes arbeitet, das ist ja so gestört. Wahnsinn. Boah. Alter, hätte jetzt einen Wallbounce-Craver-Shot rausgehauen, dann hätte ich aber komplett losgemusst. Digga, was? Bro. Palu, chill dein Leben, Alter. What? Also Palu, wenn du Bock hast, ne? Wenn du Bock hast, schick mal einen 20-Bomb-Gameplay ein, wo du einfach mal so ganz lappig 20 Kills raushaust. Real Talk. Ich glaube, das wäre so krank zum Anschauen. Oh mein Gott. Er hat ja so ein cleanes Movement. Und so ein starkes Aim. Wow. Digga, was? Palu, bitte. Schick einen 20-Bomb-Gameplay ein. Wirklich. Wo du den Movement-Gott des Jahrhunderts raushängen lässt. Jeder Kill mit Wallbounce, jeder Kill mit einem Tapstrafe, also Wallbounce und dann Tapstrafe oder so. Das wäre so freaking insane, Alter. What the heck? Wow. Das war ultra, ultra krass. Wahnsinn. So, It's Twilight, beziehungsweise Businessman Twilight, hat das nächste Gameplay für uns parat. Okay, es ist eine interessante Endzone. Er pusht in die Zone rein, aber ist ein guter Highground. Deswegen macht absolut Sinn. Digga, what? Starke Hits, Alter. Sehr guter Grapple. Die Volt ist einfach so gestört. Die Volt aus dem Care Package ist einfach so gestört. Wahnsinn. Stark, stark, stark. So, dann weiter geht's mit Lukas von früher. Geiler Name eigentlich, by the way. Klingt einfach relativ clean und Alter. Also heute ist Wingman Escalation auf jeden Fall am Start. Ich denke, ich packe die Wingman aufs Thumbnail. Weil heute ist wirklich Wingman Action kontinuierlich durch. Schöner Wallbounce. Wow. Wahnsinn. Stark. Und er spielt RE. RE ist nicht zu unterschätzen. Die ist krass. Ah, schade.
Kriegt der Mate ihn noch? Schade. Aber trotzdem, starke Wingman-Hits. Für Cholos witzig, lol, von Penti. Okay. Dann zeig mal her, was so witzig ist. Oh nein, was kommt der? Der spielt auf jeden Fall auf Stretched. Interessant. Lol. Und nochmal was von Penti. Penti haben wir jetzt auch schon öfter gehabt. Der hat auch schon einige Clips eingesendet früher. In den älteren Videos. Okay, stark. Oh, er ist die Matrix. Er ist die Matrix. Ah, geil. So, und letzter Clip für heute von Was geht, was geht. Das Video heißt bloß Beam, sein Urgroßonkel mit Sheila. Okay, ich bin gespannt. Hä? Ich dachte Sheila. Okay, Horizon, interessant. Achso, vielleicht zwei Gameplays zusammengeschnitten oder so. Oh. Oh, die Ult. Die Ult, zieh die an. Deswegen ist Horizon einfach nur goated. Stark. Ich bin echt gespannt, ob Horizon in Season 14 genervt wird. Die Leaks sagen zwar ja, aber ich glaub's nicht, weil es gibt keinen Grund, Horizon zu nerven eigentlich. Sagen aber auch viele. Also sagt gefühlt auch jeder Pro-Player, es gibt keinen Grund dafür. Alter Digga! Bro, steht daneben! Leute, spielt Rampart. Sie ist so eine gestört gute Legende aktuell. Tut es einfach. Und um das kurz noch abzuschließen, das Thema mit Horizon. Ich weiß, also wie gesagt, aktuell kursiert in den ganzen Leaks, yo, Horizon wird in Season 14 genervt. In Season 14 wird die komplette Meta über den Haufen geworfen. Jetzt warten wir erstmal ab, Leute. Die Leaks sind zwar relativ zuverlässig, aber trotzdem gibt es einige, die halt einfach falsch sind. Und die einfach nur so ein bisschen die Gerüchteküche schüren sollen. Ich meine, es wurde schon so oft gesagt, dass die 301 ins Care Package kommt und sie war noch kein einziges Mal drin. Das kommt jede Season wieder. Und naja, ich meine, es gibt einfach keinen Grund, aktuell Horizon zu nerven, meiner Meinung nach, weil sie ist nicht zu stark. Ich finde, sie passt sich perfekt in die Meta ein und fügt sich da perfekt mit ein. Also es gibt eigentlich keinen Grund und wie gesagt, es kann halt einfach mal ein Testversuch gewesen sein, wo sie Horizon so ein bisschen anpassen wollten. Und dann merken sie vielleicht aber, hey, nee, braucht sie eigentlich gar nicht. Lassen wir das sie einfach so, wie es ist. Ich meine, klar, ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, ob sie jetzt genervt wird oder nicht. Das kann ich nicht sagen, weil das weiß ich einfach nicht. Ich arbeite leider nicht bei Respawn. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Und selbst wenn die Pro-Player, die die Horizon spielen, haben da auch noch ein kleines Wörtchen mitzureden. Weil ich meine, solche Spieler, große Streamer, große YouTuber bestimmen ja auch ein bisschen, wie Apex Legends sich entwickelt. Und wenn die sagen, hey, der Horizon-Nerf geht gar nicht klar, dann wird es EA bzw. Respawn auch nicht machen. Das war mit dem Tapstrafen genau das gleiche. Es hat schon vor, ich glaube, es mittlerweile 5 Seasons geheißen, yo, Tapstrafen wird entfernt, es ist zu OP. Ist es bis heute draußen? Nein, weil die ganzen Pro-Player sich alle gegen das eingesetzt haben und gesagt haben, Leute, ihr entfernt es nicht. Und die haben es geschafft, dass es nicht entfernt wird. Und es wird nicht entfernt, sondern wenn, dann wird es für Konsolenspieler auch ins Spiel gebracht. Daran sollen sie angeblich aktuell arbeiten. Ja, alright, Leute. So, das nur kurz als kleines Schlusswort für das Video. Falls euch das Reaction-Video und die Clips in dem Reaction-Video gefallen haben, dann lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Und nochmal danke an alle, die heute ihre Clips bereitgestellt haben. War richtig geil. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.